Hallo liebe Freunde, in diesem Video zeige ich euch, wie man Kameratext, Synchron Conversation, Sprachnachrichten und Handschrift mit der mobilen Google Translate App übersetzt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Es lohnt sich nicht, die Vorteile eines Übersetzers noch einmal hervorzuheben. Die meisten Benutzer verwenden jedoch nur das Standardübersetzungsfenster in der Google Translate-Anwendung und ignorieren die zusätzlichen Funktionen und Fähigkeiten, die Touristen und Internetnutzer das Leben erheblich erleichtern. Wenn Sie jemals einen Übersetzer verwendet haben, ist dieses Video für Sie hilfreich. Weiter im Video werde ich detailliert zeigen, was die Google Translate-Anwendung heute kann. Mit der Google Translate-Anwendung können heute nicht nur über die Tastatur eingebener Texte, sondern auch Text von einer Kamera, Simultanübersetzung, Handschrifttext, Spracheingabe, Übersetzung aus Programme und ganze Dokumente übersetzt werden. Dies kann über den Browser auf dem Computer und die Anwendung auf dem Telefon erfolgen. Sie können die Smartphone-Anwendung vom Markt herunterladen. Beginnen wir also in der richtigen Reihenfolge und übersetzen den Text von der Kamera. Eine der nützlichen Funktionen der mobilen Anwendung ist die Textübersetzung mit einer Smartphone-Kamera. In Echtzeit wird der fertige Text anstelle der von Ihnen aufgenommenen Beschriften angezeigt. Diese sofortige Übersetzung ist praktisch, wenn Sie herausfinden möchten, was ein Zeichen oder ein Warnzeichen bedeutet. Es wird besonders bequem im Ausland sein. Um diese Funktion zu starten, müssen Sie die Kamera nur über die Anwendung Symbolleiste starten. Im Aufnahmemodus selbst können Sie jetzt jedes zuvor empfangene Foto öffnen, das den Text zu übersetzen Text enthält. Auch in der Anwendung können Sie beliebigen Texte zu übersetzen über die Tastatur eingeben. Google Translate übersetzt jedoch auch die Eingabe von Handschriften. Diese Funktion ist sowohl in der Webversion des Dienstes als auch in der mobilen Anwendung verfügbar. Im ersten Fall müssen Sie nur auf das Stiftsymbol unten im Eingabefenster klicken. Die Unterstützung von Touchscreens oder Stiften ist beim PC optional. In meinem Browser auf einem PC können Sie mit der Maus schreiben, indem Sie die linke Taste gedrückt halten. Die Wörter, die der Dienst erkennen konnte, werden unter dem Eingabebereich angezeigt. In der mobilen Anwendung wird die Handschrifteingabe noch bequemer implementiert. Sie wird durch Klicken auf das Shift-Symbol aktiviert. Anschließend können Sie mit Ihrem Finger sowohl einzelne Buchstaben als auch ganze Wörter zeichnen. Diese Eingabemethode kann besonders für Schüler von Hieroglyphensprachen nützlich sein, Japanisch, Chinesisch oder Koreanisch. Auch in der mobilen Anwendung Google Translate gibt es ein Voice-Over des eingegebenen Texts und sogar eine Spracheingabe, aber eine viel nützliche Funktion in Kommunikation. Sie können für einen Dialog mit einem Ausländer in einen speziellen Modus mit Simultanübersetzung wechseln. In diesem Modus hört und übersetzt die Anwendung alle Phrasen, die in die Sprache des Gesprächspartners spricht, sie mit einer Stimme aus und zeigt sie im Text an. Um jemanden zum Chatten über die Funktion Chat einzuladen, müssen Sie eine Sprache auswählen und auf das Handflächensymbol in der oberen rechten Ecke klicken. Danach wird eine spezielle Begrüßungsnachricht in der Sprache Ihrer Wahl auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie Text per Spracheingabe eingeben, müssen Sie ihn nur aussprechen und der übersetzte Text in der ausgewählten Sprache wird auf dem Telefonbildschirm angezeigt. Öffnen Sie dazu die Google Übersetzer App. Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Schaltflächen mit Namen und Sprachen und geben Sie das gewünschte Sprachpaar an. Klicken Sie auf das Mikrofonsymbol. Wenn diese Schaltfläche abgeblendet ist, wird die ausgewählte Sprache noch nicht unterstützt.
Wenn die Eingabeaufforderung Sprechen angezeigt wird, geben Sie den zu übersetzenden Text an. Sie fragen, was ist, wenn es keinen Zugang zum Internet gibt. Funktioniert diese Anwendung ohne Netzwerkverbindung? Ja, es funktioniert. Mobile Google Translate funktioniert seit langem ohne Internetverbindung. Sie müssen nur die Wörterbücher der benötigten Sprache vorladen. Dies kann über das Seitenmenü der Anwendung durch Auswahl von Offline-Übersetzung erfolgen. In diesem Abschnitt können Sprachpakete nicht nur gespeichert, sondern auch aus dem Speicher des Smartphones gelöscht werden. Klicken Sie zum Herunterladen auf die gewünschte Sprache und zum Löschen auf das Papierkorb-Symbol daneben. Sie können alle Übersetzungen von Wörtern und Phrasen in Ihrem eigenen Wörterbuch speichern, damit Sie später darauf zurückgreifen können. Dazu müssen Sie nur auf den Stern klicken. Im mobilen Übersetzer wird es direkt gegenüber der Übersetzung und in der Webversion des Dienstes angezeigt darunter. Sie können über das Hauptmenü zur Liste der auf Ihrem Smartphone gespeicherten Übersetzungen wechseln, indem Sie auf Sprachführer klicken. Auf einem PC führt der Pfad zu diesem Abschnitt über das Sternchen über dem Übersetzungsbereich. Eine weitere nützliche Option ist die Übersetzung von Text aus Anwendungen. Auf Android-Smartphones bietet Google Translate eine praktische Schnellübersetzungsfunktion für jede Anwendung, in der Sie Text auswählen können. Zum Beispiel muss der Text im Dokument nicht kopiert werden, aber es reicht aus, ihn auszuwählen und das Kontextmenü zu erweitern, indem Sie auf drei Punkte klicken und dann die Übersetzung hier auswählen. Über der ursprünglichen Anwendung wird ein Übersetzungsfenster geöffnet, in dem Sie bei Bedarf die Sprache ändern oder die Aussprache anhören können. Diese Funktion ist in den Anwendungseinstellungen im Abschnitt mit dem logischen Namen Schnelle Übersetzung. Wenn Sie eine ganze Seite der Webseite übersetzen müssen, können Sie dies auf folgende Arten tun. Durch einfaches Kopieren und Einfügen des einzelnen Textes in den Übersetzer, dies kann bei kleinen Textstücken hilfreich sein. Außerdem können Sie den Link zur Webseite kopieren und in Google Translate einfügen. Ein Link zu derselben Seite wird im Fenster rechts angezeigt, jedoch in der erforderlichen Sprache. Wenn Sie den Chrome-Browser verwenden, wenn Sie eine fremde Ressource in der Adressenleiste rechts besuchen, wird das Google Translate-Symbol angezeigt. Durch Klicken drauf können Sie die gesamte Seite übersetzen. Und die letzte Funktion ist die Dokumentenübersetzung. Diese Funktion ist nur für die Webversion des Dienstes relevant. Sie können ein Textdokument aus dem Speicher Ihres Computers laden und dessen Übersetzung anzeigen. Es können Dateien in folgenden Formaten sein: DocX, ODF, PDF, PPT, PPTX, PS, RTF, TXT, XLS, XLSX. Sie können sie jetzt auf dem Bildschirm sehen. Um ein Dokument herunterzuladen, müssen Sie hier auf Dokumente klicken und dann den Pfad zum Dokument auf Ihrem PC angeben. Nach Auswahl der Datei müssen Sie noch auf die Schaltfläche Übersetzen klicken. Der Text wird im selben Fenster geöffnet. Die Qualität einer solchen Übersetzung ist manchmal schlecht, aber bei einfachen Dokumenten kann die Funktion nützlich sein. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, Daumen hoch, stellt eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!